Die Osterkükenwette. André und die Morgenmädels suchen den schnellsten Schlüpfer. So, hallo nochmal, herzlich willkommen zum Kükenkieken. Und ihr seht schon, es ist noch nichts geschlüpft. Nun will ich mir aber gar nicht anmaßen, das zu sagen, weil wir haben ja unseren Experten hier, unseren Tierarzt Michael Kluge. Hallo. Micha, du kannst das bestätigen, noch nichts passiert, noch nichts geschlüpft. Noch nichts passiert, aber es geht langsam was los. Ja, ja, das ist ja jetzt gleich die Frage. Aber bevor wir zu den Eiern kommen, müssen wir erstmal über dein Hemd reden. Weil wir hatten hunderte von Anfragen, ja, interessierte Menschen, die gesagt haben, was ist denn das? Das ist deine offizielle Dienstkleidung, richtig? Ja, das ist ein Arbeitsbegleiter. Also ihr seht ja immer... Pekasack. So. Pekasack, hört ihr? Hier haben wir so einen kleinen Hund. Guck mal. Ein kleiner Knochen, eine kleine Tatzen. Sehr hübsch. Guck mal, hier haben wir einen kleinen Fuchs. Hier am Bauchnabel. Was haben wir hier? Bauchnabel, so eine kleine Pudel. Genau. Also das ist wirklich offizielle Dienstleistung. Ja, ja. Okay. Kleine Praxis. Gut, sehr spannend. Und jetzt reden wir mal über unsere Osterkükenwette. Micha, es ist vielleicht mal Zeit, ein bisschen Zwischenbilanz zu ziehen. Ja. Was sagst du so als Experte? Wie machen wir uns als Kükeneltern? Also perfekt, als hätte er nie was anderes gemacht. Ich bin echt erstaunt. Okay, Experiment verläuft ja gut. Ja, das verläuft richtig gut. Ja, ja. Jetzt ist so, Micha, theoretisch würde man ja jetzt schon was erkennen können in den Eiern, ob da so kleine Küken schlüpfen. Also man könnte jetzt schauen mit einer Lampe, ob dort im Grunde genommen sich schon was Leben angeht, ob dort sich eine Keimscheibe mit drin befindet. Man erkennt das so als sogenannte Spinne, mit Blutgefäßen, die sich abbilden, wenn man mit einer sogenannten Schierlampe die Eier durchleuchtet. Da gibt es ja noch einen Trick, ne? Man kann die Eier irgendwie... Ja, Omas alter Trick hab ich auch noch nicht so gesehen, sagen mir aber alle alte Hühnerzüchter immer, dass es gut geht, wenn man die Hühnereier im warmen Wasser schwimmen lässt. Aha. Nach ungefähr 10 bis 14 Tagen, dann fangen die an zu wackeln, wenn sie befruchtet sind. Spannend. Und schwimmen. Aber genau das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Wir wollen die Spannung aufrechterhalten. Ja, ja. Also es bleibt ein Geheimnis, in welchem Ei nun tatsächlich ein Küken steckt. Sag mir mal so aus deiner Erfahrung, wie ist so die Trefferquote? Also wenn wir jetzt 10 Eier haben, ist es sehr wahrscheinlich, dass tatsächlich in allen 10 Eiern was drinsteckt? In allen nicht. In allen nicht. Ja. Also 70%, 60%, 80% vielleicht. Okay. Gut, also dann bleibt es in jedem Fall spannend. Ja. Immer schön bei uns auf die Homepage gucken, immer schön mittippen. iPad gewinnen auch ganz wichtig. Und ja, hast du noch einen Tipp für uns jetzt mit der neuen Woche? Ich kann mir vorstellen, auch gute Musik ist immer wichtig für die Küken. Ja, ja, das ist ganz wichtig. Ja. Wie bei Babys. Okay, gute Musik. Ja. Und natürlich andere, die morgen wieder zum Neujahr. Wie gewohnt. Ja, sehr schön. Cool. Also, wir bleiben dran am Experiment und sind gespannt, ob sich was tut, ob was schlüpft. Wir suchen den schnellsten Schlüpfer. Sucht alle mit. Drückt euch die Daumen, dass es klappt fürs iPad. Dankeschön, Michael Kluge. Die Osterkükenwette. André und die Morgenmädels suchen den schnellsten Schlüpfer.